Hallo Freunde, heute bin ich bei diesem herrlichen Wetter unterwegs und habe mir mehrere Fragen gestellt. Was würde denn meine Zuschauer interessieren? Also die Fragen, die ich mir dann stelle, ist halt, welchen Mehrwert kann ich den Zuschauern geben? Was interessiert sie? Was kann ich denen zeigen, was halt interessant ist? Und, in einem der letzten Videos bin ich auf den Akku eingegangen. Und, da ist das Thema mir eingefallen, ja, wie erhöht man die Reichweite des E-Bikes? Wie kann man tatsächlich mit dem, was man da hat, höhere Reichweite erzielen? Und, also eins der simpelsten und günstigsten Methoden, die ich jetzt kenne, um mehr Reichweite zu erzielen, ist tatsächlich den Akku länger zu laden. Also ich habe das jetzt, wie gesagt, in einem der letzten Videos schon erwähnt und es wurde mir auch von mehreren Zuschauern bestätigt, dass wenn man den Akku über 24 Stunden lädt, hat man deutlich mehr Reichweite. Klar, jetzt nicht unbedingt 100% mehr oder so, ne? Aber deutlich mehr. Das ist mir auch selbst aufgefallen mit dem Akku. Das bestätigen es tatsächlich auch Zuschauer, die auch sogar ältere Akkus haben, dass die Akkus länger halten und mehr Reichweite haben, wenn sie über 24 Stunden geladen werden. Weil da natürlich noch Kapazitäten vollgeladen werden, die normal nicht genutzt werden. Also diesen ganz simplen und einfachen Trick möchte ich euch weitergeben an alle Zuschauer. Es wird ja jetzt nicht unbedingt nur bei Fischer so sein, dass man durch längeres Laden mehr Kapazität reinbekommt, sondern wahrscheinlich auch bei anderen Herstellern. Ja, und durch das Video möchte ich jetzt einfach mal darauf hinweisen, bei längeren Touren plant. Ich möchte halt mehr Reichweite haben, da sollte man auf jeden Fall gucken, dass man die Reifen vernünftig aufpumpt, den Akku tatsächlich über 24 Stunden lädt und dann sollte wirklich mehr Reichweite drin sein, mit derselben Kapazität. Von meiner Seite aus war es das schon. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video den einen oder anderen weiterhelfen. Ich werde jetzt das herrliche Wetter einfach mal weiter genießen. Also es ist wirklich genial, einfach nur genial heute. Schön warm, sonnig, leichte Windbrise, wirklich wunderschön. Also wir haben einen wunderschönen Mai dieses Jahr. Ja, und ich hoffe, das geht genauso weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.